Hey und willkommen zu einem neuen Video. Erstmal zeige ich euch, wie mein Rachel Amber Cosplay zustande gekommen ist, aber ich zeige euch auch ein paar Eindrücke vom Japan-Tag. Wie ihr seht, wollte ich mir zu diesem Anlass die Haare nochmal nachfärben, weil der Ansatz einfach viel zu blond geworden ist im Gegensatz zum anderen Haar. Also wird das ganze Gestrüpp erstmal schön durchgekämmt. Und dann wird auch schon die Färbung präpariert. Da klatscht mir meine Mutter also schon das Goldbraun in die Haare. Im Nachhinein merken wir echt jedes Mal, dass eine Packung echt zu wenig für meine Haare ist. Und trotzdem kaufe ich immer noch eine. Yeah! Nach dem Einziehen wird die ganze Shit dann ausgespült. Dann kommt die Kur rein. Und dann wird wieder alles ausgespült. Das ist das Ergebnis vom Färben. Ich habe jetzt wieder einen schönen braunen Ansatz. Zum Rachel Amber Cosplay passt natürlich türkiser Nagellack in der Chloe-Farbe am allerbesten. So, Rachel Amber Cosplay so einigermaßen fertig. Vergessen noch feiern, deswegen war ich erst um 4 zu Hause und ich habe 6 Stunden geschlafen. Sieht man mir echt nicht an, aber das macht das Cosplay natürlich authentischer. Letztlich habe ich nur ein paar einzelne Eindrücke gefilmt, weil ich selber für mich genießen wollte. Es war wieder ziemlich viel los und wir haben einige coole Cosplays gesehen. Außerdem habe ich sogar 2 Zuschauer getroffen, die allerdings nur meinen YouTube-Kanal erkannt haben und nicht mein Cosplay. Wieder daheim. Also mir persönlich hat es echt gut gefallen beim Japan-Tag. Ich habe echt mein Ziel erreicht, indem ich Chloe und Max getroffen habe und einen Regenbogen-Alpaka gekauft habe. Ich habe auch neue Leute kennengelernt, mit denen ich super klar gekommen bin. Das waren nämlich eigentlich Freunde von Julia, mit denen ich unterwegs war. Und mit denen hatte ich echt eine coole Zeit. Wir sind aber doch was früher gegangen, weil es echt zu heiß war und unsere Füße voll platt waren. Aber man sieht euch gar nicht, dass ich voll Sonnenbrand im Fez habe. Aber whatever, ich hoffe, die Eindrücke haben euch so ein bisschen gefallen und wenn es sehr kurz geworden ist. Schreibt mir doch gern was in die Kommis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka Bras.